Hallo, ich bin Summer von Summertime und heute will ich mit euch ein Slime machen. Genau, hallo. Bastelkleber, das ist jetzt weißer Bastelkleber. Und Rasierschaum. Genau, Rasierschaum. Dann Kontaktlinsenflüssigkeit oder Lösung. Und das hier ist Natron. Natron. Kriegt man ja überall zu kaufen. So, muss man nicht nehmen, aber damit der Slime eine schöne Farbe hat, kann man Lebensmittelfarbe nehmen. Da haben wir jetzt die von Dr. Oetker. Ich kann zeigen, wie sie alle aussehen. Kannst du mir das zeigen? Welche Farben sind das? Grün, Rot, Gelb, Blau. Genau. Und welche Farbe willst du für deinen Slime? Rot ist unterdefiniert. Blau. Blau. Du willst einen blauen Slime. So. Dann haben wir eine weiße Schüssel. Genau. Dann tu einmal den Kleber rein. Genau. Super. Soll einmal noch feste drücken. So, okay. Dann drehen wir um, das reicht, Schatz. So. Also je nachdem, wie viel Kleber man nimmt, kann man natürlich einen riesengroßen Slime machen oder man nimmt nur wenig, macht einen kleinen. Dann nimmt man die Lebensmittelfarbe. Blau. Ich will reinmachen. Wenn man blau möchte, dann mach rein. Blau. Reicht, ist viel zu viel. Ja, das ist jetzt wirklich, das wird gleich dunkel. Da hast du jetzt wirklich viel reingetan. Was? Es reichen auch ein paar Tropfen. Nee, das wird jetzt blau. Ah, blau. Ah, das ist ein schön blauer Slime. Schwarz. So, und dann darf die Summer Rasierschaum reinmachen. Ich schüttel dir das gerade mal. Damit da auch schön der Schaum rauskommt. Ja, ich will es. So, dann mach etwas Rasierschaum rein. Warte, stopp. Schüttel nochmal. Schwer und stark. Gut. Und kräftig. Okay, lass mal. Einmal aufhören. Ich muss erst mal gucken. Also mit dem Rasierschaum wird das dann schön fluffig. Und der Farbe wird jetzt doch etwas heller. Umso mehr Rasierschaum da reinkommt, desto kleiner. Hallo. So, als nächstes mache ich etwas Natron rein, genau. Da darf wirklich nur ein bisschen rein, weil wenn man zu viel reinmacht, wird es ganz flüssig. Ist uns auch schon passiert, wir haben es vorher schon mal geübt. War schon ein rosa Slime, den kannst du von mir auch mal zeigen. Kannst du mir die Kontaktlinsenflüssigkeit geben? Ja. Steht auf der anderen Seite. Gut, danke. Dankeschön. So, also durch die Kontaktlinsenflüssigkeit klebt der nicht mehr ganz so schön fluffig. Ja, fluffig wie ein Kissen. Ja. Oder ein Haar. So ein bisschen wie so ein Marshmallow. Also richtig cool. So, jetzt darf die Summer kneten. Zu den Kneten. Ah, guck mal. Wie schön. Der wird schnell fester, also dass der nicht mehr. Wir nochmal rein in die Schüssel. Na, der wird schon direkt fester. Und dann lassen wir den kurz so 5 Minuten ruhen. Ja. Und dann
klebt er noch weniger. Das ist richtig gut. Wir sehen uns gleich wieder. Genau. Dann kannst du die Hände waschen und dann gucken wir, wenn der 5 Minuten gerudert. So, jetzt darfst du rein. Black. Genau. Guck mal. Oh, cooler Handabdruck. Wow, also jetzt löst er sich schon sehr gut. Ist er immer noch fluffig? Ja, er ist schön fluffig. Will ihn fluffig haben. Genau. Jetzt kann es natürlich sein, dass auch ein bisschen was an den Fingern klebt. Aber wie gesagt, wenn er so 1-2 Stunden geruht hat, dann geht das alles direkt von den Fingern ab. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja. Und in der Infobox lest ihr auch genau, wie ihr diesen Slime zubereiten könnt, wie ihr den machen könnt. Und ja, testet einfach mal aus. Und wie gesagt, ihr könnt auch mit Glitzer oder sonst was machen. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es hat Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall schon. Und du hast alles an der Hose hängen. Und ja. Bis zum nächsten Mal bei Summertime. Genau. Und lasst einen Daumen hoch. Und abonniert unseren Kanal. Tschüss!